Das ist ja eine Überraschung, dass du und Shorty im großen Tal seid, Papi. Wir sind dieses Mal früher gekommen als erwartet. Du weißt doch, warum dein Vater hier ist, oder? Bronn, mein Junge. Wir haben uns schon gefragt, wo ihr bleibt. Ich habe schon angefangen, den Prüfungsplatz einzurichten. Den Prüfungsplatz? Ja, für die große Langhalsprüfung. Die große Langhalsprüfung ist eine Reihe von Aufgaben, der sich viele junge Langhälse stellen müssen, bevor sie in der Gruppe der Heranwachsenden aufgenommen werden. Normalerweise kümmern sich die Mutter oder der Vater von einem jungen Langhals darum. Deswegen bin ich hergekommen. Verstehe. Aber was muss ich tun, damit ich die große Langhalsprüfung bestehe? Ah, das wirst du schon noch erfahren. Der Test soll zeigen, ob ein Langhals die Fähigkeiten hat, die man braucht, um eines Tages selbst eine Herde anzuführen. Ist ja verrückt. Du gehst heute besser früh schlafen, Littlefoot. Deine Großmutter hat recht. Bei den ersten Strahlen der großen hellen Scheibe brechen wir zum Prüfungsplatz auf. Was ist los, Littlefoot? Bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen, ja. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ron sagt, man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als ob es Ruby gesagt hätte. Du hast gut lachen, Littlefoot. Ich würde die Prüfung auch gerne machen, aber Ron lässt mich nicht. Du bist auch bald dran, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit. Vielleicht machst du heute mit Shorty die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Littlefoot. Gehen wir. Ich bin auch bereit, ein Anführer zu sein. Geh doch runter zur Wasserstelle, Shorty. Dort kannst du mit Littlefoots Freundin spielen. Ja, na schön. Ich wette, dass ich Littlefoots Freunden beweisen kann, dass ich ein Anführer sein kann. Alle hergesehen, da kommt Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo. Hallo, schön euch zu sehen. Hallo. Shorty möchte gern mit euch spielen, während Littlefoot mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Komm mit, Shorty. Ich bin gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin, möchte ich gerne den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding? Der große Steinübergang? Ja, yeah, Littlefoot hat mir davon erzählt, dass wir das letzte Mal hier waren. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser. Ich kann es kaum erwarten, da entlang zu gehen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer! Ja, yeah, und Littlefoot hat gesagt, dass ihr ganz verrückt nach Abenteuern seid. Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das erste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Das ist so weit weg, mein Mami sagt, ist gar nicht wahr. Lass mir nach, ich bring euch hin, dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen.
Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir hingehen. Eine Abenteuerreise ist schön. Kommt, das wird Spaß machen. Los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Weil ich die große Langhalsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Klaro, Klärchen. Das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's so lang. Das wusste ich. Ich wollte das nur noch einen Schluck trinken. Also ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den großen Steinübergang zu finden. Na und? Wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Ich möchte den großen Steinübergang aber auch sehen. Also schön, von mir aus. Alles klar, wir werden mit dir mitkommen. Wusste ich's doch. Na dann mir nach. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langhalsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern? Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Ich verstehe. Willst du lieber wieder runterkommen? Nein. Ich weiß, ich krieg das hin. Ich hab's geschafft. Und da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Oh, lecker, gelbe Summlinge! Das ist ja ekelhaft. Man gewöhnt sich dran. Ich kann nicht mit jemandem auf Abenteuerreise gehen, der sowas futtert. Wieso denn nicht? Das tut doch weh. Aber ich möchte den großen Steinübergang auch sehen. Schon okay, Chomper. Ich komme mit dir zum großen Steinübergang. Alle anderen können mit Shorty gehen. Oh, großartig, wir Glücklichen. Kommt, wir müssen Shorty einholen. Herr Papa, was sagst du jetzt? Ich hab's geschafft. Ich hab die erste Aufgabe geschafft. Gut gemacht, Littlefoot. Wenden wir uns jetzt der nächsten Aufgabe zu. Du musst den zweiten roten Baumstern finden, der irgendwo im Wald versteckt ist. Und wie soll ich das anstellen? Du bekommst drei Hinweise. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Und pack das Problem bei der Wurzel.
Die Baumstämme sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs und pack das Problem an der Wurzel. Wie soll ich denn bei so vielen Bäumen einen einzelnen Baumstern finden? Da oben ist er! Das ist der Steinübergang! Also, welchen Weg nehmen wir? Mir fliegt hoch und zieht nach, welcher Weg bester ist. Ich glaube, ich würde gerne eine kleine Pause machen. Oh ja, das möchte ich. Ganz wie du willst. Wenn du rumschwächelst, bringe ich die anderen ohne dich hin. Was? Du kannst sie nicht auch noch zurücklassen? Vertraut mir. Das geht schon klar. Wir treffen uns dann da. Ich wette, ohne mich kommt ihr nicht dahin. Ihr habt viel zu viel Angst. Angst? Sera, Shorty, dieser Weg längerer. Wie konnte Shorty nur den Langhalstest bestehen? Vielleicht war Prüfung für schlechte Anführer. Die Baumstämme sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Du musst das Problem an der Wurzel packen. Hey! Dieser Baum hat keine Baumstämme mehr dran. Das heißt, sie sind runtergefallen. Einen Moment mal. Wenn dieser Baum keine Baumstämme mehr hat, wie soll ich denn hier einen einzelnen roten Baumstern finden? Die Baumstämme sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Baumbewuchs! Den gibt es nur auf einer Seite des Baumes. Und jetzt? Pack das Problem bei der Wurzel. Wollen mal sehen. Der rote Baumstern! Meinen Respekt, Littlefoot. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe. Warum hat das so lange gedauert? Wir wollten lieber den abenteuerlichen Weg nehmen, richtig? Ja, richtig. Shorty, vorsichtig! Du besser nicht so nah daran geht. Dieser Steinübergang sieht gar nicht so hoch aus. Oh, aber das ist er. Er ist ziemlich hoch. Ihr seid doch kleine Angsteier. Aber ich nicht. Kommt. Ich frage ihn nach Hilfe. Deine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg durch die Feuergrube zu finden. Und welche Langhalsfähigkeit wird denn damit getestet? Das kann ich dir nicht sagen. Das gehört zur Prüfung. Vielleicht springe ich einfach von Stein zu Stein. Aber die Feuerblasen könnten auf die Steine spritzen. Das ist also kein sicherer Weg, um rüberzukommen. Oh, es muss einen besseren Weg geben. Wir helfen euch, Shorty zu helfen. Ich glaube, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Oh ja. Könnt ihr weniger quatschen und ziehen? Oh, my God.
Danke, dass ihr mir geholfen habt. Kein Problem, das haben wir doch gerne gemacht. Weil ihr zwei mir geholfen habt, dürft ihr auch in meine Gruppe kommen. Danke! Baumstämme wie dieser sind eigentlich immer gut zu gebrauchen. Aber wenn ich ihn in die Feuergrube schiebe, fängt er bestimmt Feuer. Nein, das ist auch nicht sicher. Es ist bestimmt gegen die Regeln, nach einem Tipp zu fragen, oder? Alles klar, wir gehen diesen Weg. Das aber nicht Weg zurück. Es hat keinen Sinn, es ihm zu sagen. Er ist zu sehr beschäftigt damit, uns anzuführen. Mir wünscht Littlefoot wäre hier. Mal sehen, wer mit unserem Anführer reden kann. Weißt du, Shorty, manchmal lassen die besten Anführer einen anderen führen, weil der den Weg kennt. Tatsächlich? Sicher. Also, vielleicht solltest du uns fragen, ob jemand den Weg kennt. Also, naja, als Anführer frage ich euch, ob einer von euch den Weg zurückkennt. Also, ich denke schon. Alle mir nach. Wenn ich keinen Weg durch die Feuergrube finde, werde ich bestimmt durch die Prüfung fallen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Große Langhalsprüfung. Das ist die große Langhalsprüfung. Sie macht Spaß, doch sie ist schwer. Ich muss denken, klettern, noch viel mehr. Nur noch ein Test, ein einziger. Die große Langhalsprüfung. Warum fällt mir nichts ein? Ganz allein, ich find's nicht raus. Es gibt einen Weg. Ich muss ihn über, na klar. Aber wie, sonst ist es aus. Wie mache ich das? Die große Langhalsprüfung. Das ist die große Langhalsprüfung. Ich schaff das schon, ich darf nicht ruhen. Ich muss nur noch das Richtige tun. Ich weiß genau, ich kann das tun. Die Langhalsprüfung. Die Langhalsprüfung. Vielleicht schaffe ich es selber, die Grube rüber zu springen. Nein, das schaffe ich nie im Leben, darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg darüber. Ich bin wohl noch nicht bereit, ein Anführer zu sein. Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Ich konnte die große Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Da kommen sie. Littlefoot! Hast du den
den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa, ich hoffe, dass ich eines Tages wie du eine Herde anführen kann. Tja, Littlefoot. Sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Oh, großartig. Ein weiterer Langhalsanführer. Hey, Littlefoot. Du musst mir alles über den Test erzählen. Gib dem kleinen Shorty keine Hinweise, Littlefoot. Hä? Hinweise? Shorty ist noch nicht bereit für die große Langhalsprüfung. Ich wusste es. Heißt das, du hast sie noch gar nicht bestanden? Naja, nein. Aber ich werde sie bald bestehen. Hoffentlich nicht zu bald.